Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Sternzeit 22.06.2017. Kleiner Spoiler, wann wir aufnehmen. wir befinden uns in den unendlichen Weiten von Stellaris und mit mir dabei Captain Anaholic. Moin, moin. Make moin, it so. Ach ja. So. Oh, was hab ich denn? Ich bin im Krieg. Was ganz was Neues. Echt? Ich dachte, du hast den Krieg noch beendet letztes Mal. Den einen. Ich habe einen zweiten begonnen. Achso, na dann. Und einen dritten. Also ich bin momentan in zwei Kriegen. Einmal gegen unseren gefallenen, lieben Oberpapa, Adex. Papa. Und ist es mal wieder einer von diesen Kriegen? Nein, Papa, ich möchte selbstständig werden. Nein, du kannst es nicht, die Welt ist viel zu gefährlich. Ich muss für ewig unter meinem Schutz bleiben. Ist das sowas? Herrlich. So, dann... Und auf der anderen Seite? Wie heißen die denn hier nochmal? Mandasura. Okay. Ihre kläglichen Überreste. Mandasura. Da. Das Tersonia, oder? Was als Kriegsziel oder was? Mhm. Wie heißen die denn nochmal? Tersonia und Gatana, ja. Ich hoffe mal, dass das dann reicht, um oben mit meinem Jamiter, keine Ahnung, wie es heißt da oben. Janitor ist doch ein Hausmeister. Dass ich da mal eine Einheitsmasse bin und ich nicht so ein grüner Fleckenteppich. Naja, Rontos, beleidige uns ruhig. Die werden schon wissen, was sie davon haben. Ich hätte auch noch Bock, ein bisschen was von Antigone mir zu schnappen. Joa, was denn? Warte mal, ich guck gerade auf einen Screenshot, das geheißen hat. Edasich oder sowas. Bad. Was? Sektor oder Planet? Sektor. Warte, ich glaube, ich hab's Edasich. Ja, genau. Ja, okay, nur von mir aus. Und bei der Heimatwelt bin ich mir auch nicht sicher. Wäre ganz geil, weil die so eine Dingens ist, so eine Alpinwelt. Zanir? Ja. Kannst du auch gerne haben. Ich hoffe einfach nur, dass sich die Grenze hier einfach verbindet, wenn ich diese zwei da hab. Mhm. Ja. Weil das Miese ist, solange wir nicht Frieden schließen könnten untereinander, solange wir unter Papa sind. Kann ich halt bei dir auch nicht durchfliegen. Außer ich habe Krieg. Dann ja, ich meine, wir können es ja so machen, dass wir unsere Planeten, dass ich dir einen Planeten schenke und du mir einen oder so, wenn du sagst, du musst irgendwie durch. Ich muss mal kurz durch. Kannst du mir kurz den Planeten schenken? Ja, okay, kein Ding. Meine andere Sache ist, dass da wieder unsere Bewohner drauf sind, die da vielleicht nicht so amused sind. Aber an sich geht das ja. So, liebe Bewohner, ich muss euch da jetzt was erzählen. Also, ihr werdet nur kurzfristig abgegeben an unsere freundlichen Nachbarn. Ihr wisst schon, die jede Woche einen Völkermord begehen. Aber keine Sorge, es ist nur kurzfristig. Es ist auch so lustig, wenn ich, sobald ich kurzzeitig mal offline spiele und mal was austesten möchte, ist irgendwie immer die Kirillianer, die mich dann irgendwie auch denunzieren oder im Krieg auch anfangen wollen. Das ist einfach, die ganze Galaxie hasst mich. Ich würde mir da mal Gedanken machen. Jetzt ist schon zu spät. Gießt der Ruf einst ruiniert. Er ist ruiniert, genau. Sie ist völlig ungeniert. Apropos Ruf ruiniert. Ja. Krieg erklären. Okay.
39, das dauert ja noch ein Jahr. Wie erkläre ich denn in der Zwischenzeit den Krieg? Keine Ahnung. Kiri, wie heißen die Kiri? Ja, Spaß. Rontos sind mir unterlegen. Ja, lustig. Gerade haben sie mich noch beleidigt und jetzt kriegen sie aufs Maul. Der Krieg wird sich lang ziehen wahrscheinlich. Dann warte ich lieber noch das eine Jahr. Dann geht's der Erde auf den Sack. Hostile Fleet engaged. Hostile. Hostile. Situation log updated. Ich glaube, wenn du dann irgendwann Bokashera den Krieg erklärst, dann beteilige ich mich auch noch. Da würde mich auch ein System interessieren. Okay. Welches? Panel. Zufälligerweise Ponel. Ponel, ja. Jo, von mir aus. Mich interessiert Orglion und Atiokrix. Das ist bei mir eh drin, also von daher. Also, weil allein die Dingens heißt, der Planet heißt Beauty. Den muss ich hier unbedingt haben. Oh. Hast du gefallen, hast du deine gefallenen Reiche bei dir? Ja, in Corvettus. Also eigentlich auch bei dir relativ noch in der Nähe. Was willst du mir damit sagen? Nur so eine dezente Vorwarnung. Gut, wir verstehen uns ja gut. Noch. Ja. Ernsthaft? Zweimal so eine große? Die wollen den 1% Kriegsstand wieder wettmachen, oder? Der ist schon auf minus 6. Echt? Okay. Ja, die sind mit jeweils, also sie haben 600k plus. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, die machen einfach nichts, weil oft erklären sie den Krieg und machen überhaupt nichts. Ja, ich hoffe, sie hören jetzt hier halt demnächst einfach auf. Bitte hört auf! Please, stop! Es tut so weh! Aua, die ist so weh. Hallo, der Planet heißt Joy, ihr sollt euch ein bisschen freuen, ihr blöden Mandasura. Die ziehen dein Gesicht. Gefällt's euch bei uns nicht, hä? Scheiß Mandasura. Euch werde ich den Spaß noch beibringen. Ja, hallo. Gelacht wird, wenn ich sag. Ihr Maden. Ich weiß gar nicht, wieso sie mich nicht mögen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Okay. Wir haben noch kein Monument der Reinheit. So ist das. Na dann. Seid ihr immer noch nicht rein genug? Dann bauen wir euch sowas noch. Jetzt wollte ich fast auf Säuberung klicken. Hups, dass mir das auch immer wieder passiert. Immer ganz versehentlich. Ja. Ich wollte euch auch gar nicht wehtun oder so. Also nicht viel. Nur so ein bisschen. Es tut auch nur ganz kurz weh. Der Stimme hat das jetzt richtig psychomäßig geklungen. Es tut auch nur ganz kurz weh. Also soll's ja auch rüberkommen. Angst. Okay, 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 okay.
Okay. Oder wie es immer so schön heißt, Unfälle passieren. Ach ja. Ist Sommer, ne? Also im Januar. Schön warm. Ja, ja. 32 Grad im Januar, das hatten wir auch so noch nie. Echt, die landen? Die nehmen wir Blubberbart weg. Oh. Behalten die eigentlich? Nee, die behalten die nie, ne? Den Rest dürfte behalten. Sonst ist doch befreien, dann wo würde ich die einfach zurück. Fiese Lache. Construction complete. Nicht fieser als sonst. Pro irgendwas, okay. Pro? Pro, Bro. Bro, Pro. Wie heißt der Sektor wieder? Ah ja, Ispiria, genau. So, Sektor verwalten. Ihr dürft diesen Planeten gerne dazu haben. Der interessiert mich nicht. Danke. Kümmert euch drum. Tut mir den Gefallen. Gut. So. Na, Erde, wie sieht's aus mit uns? So kriegstechnisch. Wieder mal Bock. Geht da was? Nicknack. Was brauche ich denn von der Erde? Oder soll ich diesmal mal Kellasan rannehmen? Ja, genau. Wer darf diesmal leiden? Wo sprengen wir diesmal ein Loch rein? Wem seid ihr so verbündet? Wäre mal ganz interessant zu wissen. Was mal interessant zu wissen wäre eigentlich, ob Defensivabkommen mit Menschen. Oh, Boko Sheran-Tiger ist im Krieg. Mit der Coalition of Rondus. Okay. Die einzigen Freunde, die sich mal leiden haben können. Echt, die zwei konnten sich leiden? Haben die nicht gegen uns den Krieg gehabt? Gott, weiß ich, wir haben gegen jeden hier gekämpft. Ja, okay. Also ey, ich hab da schon gar keinen Überblick mehr, wer mit uns nicht im Krieg war eigentlich. Ja gut, das geht schnell. Mir fällt keiner ein. Höchstens irgendwas Fex Kanga oder irgendwas Kleines da unten. Flex Kanga. Obwohl selbst die waren, glaube ich, mal im Krieg mit uns. Ich glaube, wir hatten schon alle. Wir haben sie schon alle durch. Aber sehr schön, die können sich gerne mal die Köpfe einhauen. Construction complete. Wuhaha. Hatte die auch mal, oder? Nö. Ah, jetzt. Hatte ich nicht gerade noch... Achso, gut. Alles klar. Was denn? Nee, ich dachte, ich habe 3 Forschungsschiffe, aber eins ist noch brav am Arbeiten. Die anderen nicht. Buh. System Survey. Buh. Buh. Komm, beleidigt zu uns, wer ist denn diesmal? Hä? Ich kenne euch ja nicht mal, wieso beleidigt ihr uns? Wer seid ihr denn? Wie ist heute Baumwesen, Mirovenia oder irgend sowas. Ach so ein kleiner Rontos-Furz. Mit seinem Abkömmling von Rontos. Na dann, weitermachen. Gut.
Juhu! Juhu! Mir sans! Machst du mal ganz kurz auf Pause? Ja. Ich müsste da mal was erklären. Ein bisschen Krieg erklären. So, wie war das jetzt nochmal? Was wollte ich denn da? Was wollte ich denn von euch? Mirs. Ihr habt einen Planeten, eine kontinentale Welt. Die wollte ich haben? Hä? Was habe ich mir denn da dabei gedacht? Was wollte ich denn damit? Die kann ich loswerden. Mir wieder weg von der Pause geht, so. Achso, warst du noch nicht so weit? Nee, noch nicht. Oh, nicht! Tundra-Welt. Ach, shit. Ja. Wenn ich mir dieses Mirse hole, dann... Oder wenn ich das... Ja, shit. Ist das wieder nicht in meinem Einflussgebiet? Ach. Okay, egal. Felnasir, Astore und Gledi, oder? Richtig. Wenn du sagst. Richtig. Astore und Gledi. Das ist eine Wüstenwelt, das ist eine Alpinwelt, das ist eine Wüstenwelt. Okay, das heißt Dandariga. Das ist interessant. Lande. Nee, anders auch nicht. Ach Gott. Jedi? Okay. Was, Jedi? Ja, genau. So, ich hab schon wieder vergessen, befreien war. Nee, abtreten. Befreien, dann entsteht eine Subspezies. Ganz schlecht. Ganz schlecht, das mögen wir gar nicht. Noch mehr Spezies, wir haben schon genug davon, ey. So viel Völkermord können wir doch gar nicht begehen. Echt mal. Du verstehst mich. kann ich schon play? Nein. Okay. Abtreten. So viel treten kann ich gar nicht. Gott, das sagt man immer nur zu Politikern. Abtreten. Nee. die haben mehrere Planeten. Anno, könntest du mal ganz kurz gucken? In Feld Azir? Also Feld wie das Feld? Ja, genau. Und Azir ja. Wieder Azir. die haben zwei Planeten? Ja. Okay. Was sind das für welche? Das eine ist eine Tundra-Welt, das andere ist eine aride Welt. Okay. Haben die sonst noch irgendwas? Die haben so ein kleines auch, oder? Die haben so noch eine karge Welt, eine geschmolzene, eine gefrorene, eine karge, noch eine gefrorene, und noch eine gefrorene. Ja, aber da sitzt irgendwo so eine unterentwickelte Spezies auch oben, kann das sein? Ja, die sitzt auf einer arktischen. Okay, das war das, deswegen wollte ich das haben. Und die beiden Bewohnten, wie viel Felder haben die jeweils? Die aride Welt 21. Ja. Und die Tundra 10. Okay. Weißt du, wie die Aride heißt? Ja. Die heißt BAKIRIXLAXTRIC. Okay. Und die andere ist die Kolkex. Kolkex Zaikax. Das ist die kleine. Das ist die kleine Aride, ja. Die ist direkt neben den späten Mittelalter, Heinis da. Okay, hab's, danke. Mal gern. Menschen. Menschen. Ja, Menschen. Auch in späterer Folge. Menschen.
Mensch. Dass die eine 53k Armee schon wieder aufgebaut haben in der kurzen Zeit. Gibt's ja gar nicht. Wer hat euch denn das erlaubt? Nicht nur. Oh, Schlieganarren. Das werden wir gleich mal ausdünnen, da die 53k Armee. Komm schon. Ach, Gottes Willen! Klingt nicht so gut. Nee, Entschuldigung. Ganz oft. Gefallene Reich? Ja. Auch. Und die Antigoni meinen, sie müssten gegen Ende nochmal aufmucken. Mit was denn? Mit 1,3k. Oh, herzig. Das war es mit der 1,3k. So. Ich wollte schon sagen, sonst schicke ich mal eben eine kleine Korvette vorbei, die mischt auf. Das Problem ist, sie haben meine Transportflotte angegriffen, die einzeln herumsteht. Ah, okay. Das ist immer so ein Nervi, ne? Ja, das ist immer doof. Immer diese Kompromisse während eines Krieges. System Survey complete. Hostile fleet engaged. La 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 la. Hey. Yo ho, Piraten haben's gut. Das hängt mal wieder. Oh, stimmt. Da hängt die Slay auf bei dem Gesang. So schlecht war das jetzt auch nicht. Das geht doch viel schlechter. Oh, wie die verliert die Flotte. Ach, herrlich. Herrlich. Wie sie bluten. Ich meine. Gar nicht gehässig, oder? Das war's gleich mit der 53k Armee. Hoho, haha. Ja, ja. Kommt vorbei. Situation Log updated. So, mal gucken, wie sie jetzt noch dazu stehen. Nicht abhauen. Hierher kommen. Put. Nicht einfach abhauen, nein, hier geblieben, hallo. Wir wollen spielen. Wir wollen doch nur spielen, na. Wir tun auch. Okay, wir tun schon was. Es könnte ein bisschen wehtun, okay, ich geb's dir zu. Unter Umständen. Ganz eventuell, also. Ein bisschen. Es könnte ein bisschen kitzeln. Da kommt 2,2k Armee. Komm vorbei. Es ist gut. Flieg mir in den Rachen. 9% Kriegsstand, das ging aber schnell. So. Meine Korvetten sind jetzt mal auf so 21k circa. Okay. Noch gar nichts eigentlich. Du hast gesamt 21k? Oder was habe ich gerade verstanden? Ja, genau. Gesamt? Nee, an den Korvetten. Ach, Korvetten. Ja, die sind bei mir in der Hauptflotte mit drin. Ich kann die gerade gar nicht auseinanderhalten. Ah, okay, ich hab die extra. Ich hab 46 Schiffe, also. Ich hab die, extra. Okay. Eine mit allem möglichen Gesocks, also nur die Schlachtschiffe und eins mit den Korvetten. Och, bitte, krieg ich das mal hin, dass wir da uns die eine Welt krallen? Das wäre ganz nett. Danke. Dies wäre ganz ja nett.
So, wir brauchen wieder mal so einen Forschungsschiefall. Da ist gerade jetzt verregt. Und so einen Forscher bräuchten wir auch wieder. Dies wäre fein. Und folgen ihr das auch schon wieder? Das ist ein Wahnsinn. Was? Okay, ja, dann würde ich sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu kommentieren, zu abonnieren und zu liken, was das Zeug hält. Und dann sehen wir uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und Hummel, Hummel, Moss, Moss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.